Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot. Beim letzten Mal lief nicht so gut. Das überhaupt nicht und das haben wir gar nicht angefangen? Keine Ahnung. Ne, haben wir nicht. Native Fortress. Aber doch. Doch, haben wir doch gemacht. Aber wir sind einem Game Over begegnet. Genau, so lief das. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wird das hoffentlich ein bisschen besser laufen. Ja, schön. Wir haben jetzt 4 Leben. Und ja, mehr nicht. Moment. Ist hier was? Nee. Nein! Ich bin gerade von der Kante gerutscht. Ein, zwei, vier, fünf. Ich mich jetzt schon konzentrieren muss. Oh Mann, der erste Teil ist wirklich schwerer. Dabei sind das gar nicht so schwere Passagen. Ich weiß nicht, wieso ich mich hier so habe. Oh nein. Lieber noch mal warten. Ich habe gerade kurz noch erwartet, dass jetzt schon so ein komischer Schildtyp kommt. Abwarten. Weiter geht's. Äffchen. Ah. Das lief doch ganz gut. War schon fast knapp. Das läuft. Langsam habe ich raus, wie ich gegen die ankomme. Nice! Mehr extra Leben. Ach ja, das war das etwas kürzere Level. Sonst nichts. Kann ich eigentlich? Ja. Nice, nein! Wege sie. Ich benutze es übrigens nur noch das D-Pad. Habe ich mir jetzt angewöhnt. Schade. Hätte klappen können. Nein. Ja, das ist die Störung einfach direkt und. Dieser nennt es nostalgischer, ich nenne es präziser. Weil das halt ursprünglich die Level dafür konzipiert wurden, dass man entweder ganz doll rennt oder. What the fuck? Dass man entweder ganz doll rennt oder gar nicht rennt. Und nicht so ein Zwischending. Nein, nein. Ich verstehe nicht, wie man das machen soll. Ich kann das schwer mal wieder runterfallen oder etwa nicht. Ah, das hier natürlich. Ah. Ja, jetzt weiß ich's. Lieber. Nein.
Sprungverhalten ist so ekelhaft. So, und so. Ja, und so. Mich hat die Akku-Akku-Maske abgelenkt. Mann, ey. Wo ist der Skill? Wo ist der? Oh, wirklich? Danke. Hep. Okay. Der Part, der mich das Leben gekostet hat. Oh, nice. Okay. Blödes Muster. Blödes, gutes Muster. Ab. Wuhu, das war gar nicht knapp oder so. Hey! Nein, ich riskier's nicht. Doppelleben! Okay, hier ist der Dreier. Den ich jetzt mitnehmen kann, da ich noch einen Akku-Akku habe. Ha! Wahrscheinlich kann man das auf dem zweiten einfach das dritte überspringen, aber... Ja, nö. What the fuck? 4 Leben? Ich beschwer mich nicht. Dann habe ich in diesem Level einfach mal... 10 Leben gesammelt. Ah. Auch nicht schlecht. Nein! Klatsch. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Immer noch 11 Kisten fehlen. Hast du gut gemacht! Das ist so cool gemacht. Nicht zur Insel. So, jetzt ist die Frage, hol ich mir noch die restlichen Edelsteine? Ich meine, ich kann es versuchen. Nein, so. Aber dann hol ich mir Coco. Achso, ich kann wieder wechseln. Sehr gut. Die Frage, die meisten, also in vielen zumindest, in vielen Leveln habe ich die restlichen Kisten nur durch besondere Edelsteine bekommen. Heißt, ich werde vermutlich nicht in jedem Level alle Edelsteine bekommen können. Ah, noch hier noch was? Nee. Wie sich in den Tod stürzen. Ah.
ist immer noch was. Wie gesagt, Farbedelsteine und so. Aber spiele ich einfach das normale Spiel weiter. Das Level mache ich jetzt noch zur Vollständigkeit halber. Aber keine Regel. Ein Achievement. Hätte klappen können. Keine Worte. Mir fehlen nur noch 5 Kisten. Das ist nicht viel. Aber ich glaube nicht, dass ich die alle verpasst habe. Ja, da ist auch schon der. Oh Mann. Ja, das hat extra Kisten. Gut. Sich mit dem Laptop schützt. Super. Okay, nächste Insel. Up the Greek. Eine Bonusrunde zu verlieren kostet keine Leben, also versuch es einfach. Ja. Ja. Aha. Verstehe. Wieder eine schöne Demonstration der Wassereffekte. Jo, die Pflanzen gerade eben, wenn man drauf springt, dann beißen die zu. Es gibt auch noch eine andere Version von diesen Pflanzen. Und zwar die da, die einfach immer zubeißen. Extra Leben, Wahnsinn. Aber die braucht man auch, wie wir gemerkt haben. Das war knapp. Boah, da ist der Arsch einfach zurückgerollt. Ich habe eigentlich erwartet, er würde wieder anhalten. Ach nee. Na, what? Das ist eine sehr, sehr interessante Todesanimation, wenn man das so tot nennen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass man dieses Symbol wegschleudern kann. Wow. Danke. Oh! Blöde Fische. Nicht wieder wegschleudern. Na, hier.
Come on. So, ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall mal anstrengender als sonst. 1, 2, 3, 4, 5. Bop, 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 bop. Wuhu! Wow, ich weiß noch, ich habe mit 4 Leben diese Aufnahmesession angefangen. Das ist ja auch die zweite Welt. Ich bin schon bei 25. 24. Mit 2 Kisten? What? Hä? Aber wo? Come on. Nope. Yo. Ripperoo. Huh. Direkte Angriffe verletzen ihn nicht. Big TNT. Das ist echt nicht einfach. Hat er ein Muster? Er hat ein Muster. Moment. Springt er immer. Er springt immer über dieselben Felder. Oh! Ne! Ja gut, da hätte ich jetzt vielleicht weggehen müssen. Irgendwann habe ich das dann auch nochmal. Er hat sein Sprungmuster geändert. Ah, come on! Hilft ja auch nicht, von mal trinken. Hey. Die bewegen sich nicht, wenn sie ausgelöst sind. Das ist auch gut zu wissen. Na, oh, ich bin abgerutscht. Thema Hitbox. Er springt nach unten. Links. Okay, er springt dann nach Raute.
Wenn man nicht drauf aufpasst. Oh Mann. Oh, hat gereicht. Nice. Oh, wow. Ah. Ripper ruiniert. Das ist irgendwie komisch mit den Bosskämpfen hier. Mitten in der Stage. Ja, ein Bosskampf. Genau wie vorher. Beim letzten ist ja auch. Aber würde ich erstmal sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne noch ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Crash Bandicoot. Bis dahin.